Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Seilbahnenchef und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl will, so wie die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner, über Vorzugsstimmen in den Nationalrat einziehen. Eigentlich ein ungewöhnlicher Weg für einen lang gedienten ÖVPler. Herr Hörl ist auf Platz 21 gereiht, etwas ungewöhnlich für den Polterer vom Zillertal. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Herrn Hörl bei uns im Studio. Herr Hörl, Sie gelten als ÖVP-Urgestein, als mächtiger Vertreter der Seilbahngesellschaft und Touristiker, als einer, der auch den Tourismus quasi lebt, nicht nur in Tirol, sondern österreichweit. Warum sind Sie auf der ÖVP-Liste eigentlich auf Platz 21 abgerutscht? Das müssen Sie in erster Linie meinem Landesparteiobmann fragen. Aber ich glaube, er hat mir einfach mehr zugetraut wie den anderen Kandidaten und hat mir eine schlechtere Position gegeben, damit ich mich mehr anstrenge und dann doch das gleiche Ziel erreiche. Ja, warum wollen Sie eigentlich wieder in den Nationalrat? Sie sind Landwirt, Sie sind in der Tourismusbranche verankert, Sie dirigieren die Seilbahn in Tirol. Warum wollen Sie eigentlich wieder nach Wien? Es gibt ganz einen einfachen Grund. Es gibt kaum mehr Unternehmer, echte Unternehmer im Parlament, aus dem Westen sowieso nicht. Und vor allen Dingen, es gibt keine einzigen Touristiker mehr auf Seite der österreichischen Volkspartei. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein Zusatzangebot zu den angebotenen Kandidaten, die alle hervorragende, handverlesene Damen und Herren sind. Ich bin einfach ein Zusatzangebot und alle, die da draußen im Tourismus tätig sind, auch die, die davon leben, wir sind ja regional auch große Wertschöpfungskette, die wir da ständig auch befruchten. Und alle, die da draußen das hören, sollen einfach wissen, ob sie einen Touristiker im Parlament haben wollen oder nicht. Und das geht halt in dem Fall jetzt nur, wenn ich eine Vorzugsstimme bekomme auf der Bundesliste. Ja, interessant war, dass im Wahlkampf eigentlich der Tourismus eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Es war viel die Rede von Wirtschaft, Wirtschaftsdaten in Österreich, wo steht Österreich, aber Tourismus war ja an sich ein Großteil unserer Wirtschaft, war eigentlich nicht so sehr auf der Agenda, oder? Ja, das geht natürlich rauf und runter. Gerade in der Covid-Zeit war es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch entsprechend vertreten waren in der Politik. Wir haben ja verständigen Bundeskanzler gehabt und auch der Wirtschaftsbund, die Wirtschaftskammern haben hier viel dazu beigetragen, dass wir diese Zeit eigentlich alle Betriebe drüber gebracht haben und alle Betriebe überlebt haben. Das ist auch die Garantie gewesen, dass nach dieser größten Krise seit im Zweiten Weltkrieg die Wirtschaft sofort wieder losgestartet hat. Deswegen denke ich, dass es in allen Zeiten immer wichtig ist, dass gerade dieser Wirtschaftszweig, der für das Land und für den ländlichen Raum und für unsere Dörfer im Westen so wichtig ist, dass gerade dieser Wirtschaftszweig von Leuten vertreten wird, die sich auch in der Materie selbst auskennen. Und ich sehe das oft bei vielen Kollegen, dass man einfach für Arbeitsmarktsituationen oder viele andere Probleme, die Unternehmer haben, halt auch Verständnis wecken muss, auch meinungsbildend arbeiten muss in diesen Clubs, weil das auch nicht immer ganz verstanden wird. Und wenn Sie einmal erlebt haben, wie eine kleine Wirtin vor dir steht und weinen anfängt, weil sie sagt, sie hat den Betrieb jetzt seit 10 Jahren in der dritten Generation übernommen, aber sie bekommt keinen Metzger mehr oder sie hat auch keinen mehr, der ihnen die Räume reinigt, wenn Sie das erlebt haben, dass erwachsene Frauen vor dir weinen und Männer verzweifelt sind, dann wissen Sie, dass der Arbeitsmarkt eines der wichtigsten Themen ist, dass wir hier auch bearbeiten müssen, gerade in der Dienstleistung und gerade im Tourismus. Ja, Sie sprechen jetzt ein Thema an, vor allem im ländlichen Gebiet. Ein Wirtshaus nach dem anderen sperrt zu. Was ist da eigentlich der Hauptgrund? Wollen die Familien nicht mehr oder finden sie kein Personal? Oder woran liegt es? Der Tourismus ist Dienstleistungssektor, genau wie Sie heute auch in anderen Bereichen wie Pflege und so weiter haben. Und bei uns schlägt natürlich dann immer wieder, wenn es zu wenig Menschen zum Arbeiten im Inland gibt, schlägt es dann in erster Linie zu. Und es ist halt ein Dauerproblem mit Saisonniers und auch mit Arbeitskräften aus dem Ausland, die wir dringend benötigen, weil wir sie im Inland nicht bekommen. Und das ist auch einer der ganz großen, wichtigen Themen, die man gerade für die Dienstleistung auch entsprechend vertreten muss. Ja, jetzt zurück zum Wahlkampf. Wir stehen 4 Tage vor einer wirklich wichtigen Wahl. Viele sagen, es ist eine Schicksalswahl, eine Richtungsentscheidung.
Sein Kopf-an-Kopf-Rennen. Derzeit schaut so aus, als ob Karl Nehammer Herbert Kickl ein- bzw. sogar überholen kann. Womit rechnen Sie? Also ich bin ja jetzt in ganz Österreich unterwegs gewesen und Sie haben recht, es wird ganz knappes Rennen werden. Aber ich denke, dass die Situation jetzt schon ein bisschen in ÖVP, in unsere Richtung dreht und dass ich glaube, dass Karl Nehammer die Nase vorne haben wird, wenn es auch vielleicht nur ganz ein knappes Ergebnis ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir am Sonntagabend schon auch die entsprechende Entscheidung haben. Was ist eigentlich der Grund, warum sich das jetzt dreht aus Ihrer Sicht? Weil ich doch glaube, dass die Kraft der Mitte und dass unser Österreich-Plan vieles abdeckt, was die Menschen wollen und dass extreme Positionen halt sich dann doch in der Mehrheit nicht durchsetzen. Oder ist es der Spitzenkandidat Karl Nehammer, der im Finale vielleicht ein wenig mehr Kondition hat als die anderen Kandidaten? Ja, der Karl Nehammer ist wie wir sagen würden, ein schneidiger, fescher, mutiger Mann, nicht? Und der zieht natürlich auch. Ja, viele stellen sich die Frage, mit wem soll die ÖVP eigentlich koalieren, dass sie in einer Regierung sitzen werden. Das scheint ja fix, ja, und ja, eigentlich schon. Die Frage ist nur, in welcher Rolle und vor allem, mit wem soll Nehammer koalieren. Ihr Landeshauptmann Matle präferiert ja Rot-Schwarz, sind Sie auch so? Also ich halte diese Zurufe gerade aus den Landeshauptstädten, die halte ich völlig entbehrlich. Es ist eine Bundeswahl und ich glaube, es muss nach der Wahl auch hier vor Ort entschieden werden, was ist möglich. Und ich halte es auch für wenig demutvoll, vor der Wahl hier dauernd mit Empfehlungen daherzukommen, weil alle im Verfassungsbogen sind, wie es unser Präsident Kohl einmal ausgedrückt hat. Und ich denke, man sollte zuerst den Wähler sprechen lassen, schauen, was kommt heraus, zu wählen, dann zu wählen. Und dann zu schauen, was geht sich aus und was ist sinnvoll für Österreich und dann die Entscheidung treffen und nicht vorher hier da und mit vorlauten Bemerkungen die Situation zu konterkarieren. Also Sie könnten mit Kickl zum Beispiel, oder? Also ich glaube, dass es auch bei den Freiheitlichen sehr viele Männer und Frauen gibt, mit denen man arbeiten kann. Und ich halte es generell dafür, dass wir hier keinen ausschließen, weil ich denke, dass es einfach vor der Wahlentscheidung hier solche Empfehlungen zu geben einfach falsch ist. Ja, aber trotzdem wird die ÖVP einen oder mehrere Koalitionspartner brauchen. Jetzt waren es die Grünen. Wenn man sie und das, was sie so in den vergangenen Jahren gesagt haben, analysiert, dann kommt man zu dem Schluss, dass sie von den Grünen, allen voran von der Frau Gewessler, eigentlich wenig bis nichts halten, oder? Also ich halte die Frau Gewessler, Sie werden überrascht sein, ich halte die Frau Gewessler für eine sehr kluge Frau, für eine sehr fleißige Frau, auch eine gescheite Frau. Sie fährt nur in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Das ist die Kritik, die ich anbringe. Und ich denke, dass es mit den Grünen wahrscheinlich jetzt, da glaube ich nicht, dass man noch einmal zu einer Koalition in nächster Zeit kommt. Aber noch einmal, es wird eh nicht auf meiner Ebene entschieden. Ich finde es einfach dem Respekt dem Wähler gegenüber wichtig, dass man zuerst wählen lässt und dann über die Dinge redet. Wie es weitergeht. Ja, aber war es klug von Herrn Nehammer, Kickl von vornherein auszuschließen? Das ist seine Entscheidung gewesen. Ich glaube, er weiß, was er tut. Ich sehe es ein bisschen anders. Ja, aber innerhalb der Partei ist das diskutiert worden oder wird das so als Obmann gegeben hingenommen? Also wir haben alle hohen Respekt vor unserem Bundeskanzler und wir folgen ihm natürlich. Ja, aber wir werden sehen, wie sich das am Wahlabend dann gestalten soll. Trotzdem, Sie haben überhaupt keine Präferenz, mit wem die ÖVP koalieren soll. Also die Grünen sind bei mir derzeit schon an letzter Stelle, das ist schon klar. Aber noch einmal gesagt, ich entscheide es eh nicht. Und wir sehen jetzt gerade am aktuellen Thema mit dem Wolf, ne? Das wird ja auch eine spannende Geschichte, wie sich Frau Gewessler jetzt dann verhält, ob sie sich diesmal an die Verfassung hält. Ich denke, dass es halt ein guter Durchbruch war in Brüssel. Ein erster großer Schritt, auch vorbereitet von unserem Landwirtschaftsminister, vom Herrn Totschnig, der sich in Brüssel sehr, sehr gut auskennt. Und ich denke, gerade für diesen alpinen Raum, für unseren Raum in Tirol, für die Alpen, und für unsere Bauern kommt ein Licht am Horizont daher, für das ich sehr lange schon gekämpfe und wo wir schon sehr viel Meinungsbildung und auch den Druck gemacht haben. Und ich bin froh, dass wir hier einmal einen ersten Erfolg haben. Ja, trotzdem, die Frage ist, wird es eine Zweierkoalition geben oder eine Dreier? Was halten Sie für vernünftiger?
Also vernünftiger wird immer eine Zweierkoalition sein, aber ich glaube, wir drehen uns immer um den gleichen Punkt. Wir müssen zuerst schauen, was ist überhaupt möglich? Ist eine Zweierkoalition überhaupt rechenbar? Ich denke, wir warten einfach den Sonntag ab und dann sind wir um vieles klüger. Weil Sie Gewessler angesprochen haben, sie hat ja das Denaturierungsgesetz praktisch im Alleingang in Straßburg bzw. Brüssel umgesetzt, unterzeichnet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Sie waren gegen das, was die Gewessler gemacht hat. Ich glaube, das war einfach ein Alleingang, der sich in der Koalition nicht abgebildet hat. Es ist auch nicht die Meinung aller Bundesländer gewesen. Es gab dann zwei Ausnahmen hier in Wien und in Kärnten. Alle anderen Bundesländer sind geschlossen dagegen gewesen und das ist die Kompetenz der Bundesländer. Und ich hoffe jetzt, gerade was den Wolf betrifft, ist es auch wieder die Kompetenz der Bundesländer. Und ich hoffe, die Bundesministerin weiß, was sie zu vertreten hat. Ja, das mit dem Wolf, mit dem Abschuss des Wolfs, das jetzt beschlossen wurde oder erleichtert wurde, das ist natürlich ein Riesenthema. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Ja, wir kennen Franz Hörl, Seilbahner und Landwirt aus dem Tiroler Zillertal als polternden Politiker, als einen, der seit ewigen Zeiten innerhalb der ÖVP fest verankert ist. Jetzt ist er allerdings nur auf Platz 21 gereiht worden in der Bundesliste. Das heißt, wenn die Wahl so ausgeht, wie die Umfragen es vorsehen, dann werden Sie nicht mehr dabei sein im Nationalrat, außer Sie kriegen genug Vorzugsstimmen, denn wer genug Vorzugsstimmen erhält, wird automatisch nach vorne gereiht und Sie können wieder einziehen. Womit rechnen Sie, Herr Hörl? Ja, ich bin ein grenzenloser Optimist und deshalb habe ich mir diesen Wahlkampf jetzt angetan. Ich bin sehr viel herumgekommen, bin ungefähr 12.000 Kilometer gefahren und mein Ziel ist einfach, nach dem Bundeskanzler am meisten Vorzugsstimmen zu haben. Dann bin ich zufrieden, ob es dann mit dem Mandat klappt oder nicht, werden wir sehen. Ja, aber Sie ritten sich ja um den Platz mit Laura Sachs-Lehner, ehemalige ÖVP-Generalsekretärin, die ist ja auch flott unterwegs. Ja. Sie ist in Wien unterwegs und ich hab mich eigentlich mehr um die Bundesländer gekümmert und das war eine ganz neue Erfahrung. Bis jetzt war ich ja immer nur in Tirol im Wahlkampf unterwegs und jetzt durfte ich auch in den großen Bundesländern unterwegs sein und das war eine ganz neue Erfahrung und da sieht man eigentlich die Vielfalt, die Schönheit Österreichs und auch den Unterschied manchmal durch den regionalen Unterschied unserer Österreicher und das ist eine spannende Erfahrung. Wissen Sie eigentlich, wer der Erste war, der mit Vorzugsstimmen ins Parlament gekommen ist? Ich glaube, es war der von Ihnen genannte Chubb, ne? Ja. Der mir gerade im Aufzug begegnet ist. Ne? Josef Chubb, unser lieber Kollege, der immer wöchentlich diskutiert hier. Er kam 1983 als erster Politiker über einen Vorzugsstimmenwahlkampf ins Parlament. 1983. Sie sehen also, wie lange das her ist. Und wir sehen auch Woche für Woche, wie fit Josef Chubb jetzt noch immer ist. Nun aber ein ganz anderes Thema, Herr Hörl. Man will Sie anzeigen. Ja. Man möchte Sie vor Gericht zerren. Man will auch, dass man Ihre Immunität als Abgeordneter aufhebt. Und zwar fordert das Tierschutz Austria. Und zwar deshalb, weil Sie laut beklatschen, dass bei der Regelung zum Abschuss des Wolfes, da haben Sie wortwörtlich gesagt, jene, die den Wolf wollen, haben jetzt einen gehörigen Dämpfer bekommen. Sie bezeichnen die, die den Wolf verteidigen, Wolfsromantiker. Und warum will man sie jetzt anzeigen, Herr Hörl? Die Anzeige läuft schon über die Staatsanwaltschaft und die muss natürlich den Weg über das Parlament gehen, über die Immunität gehen. Man will mich irgendwie, glaube ich, mundtot machen, aber ich lasse mich hier sicher nicht vom Weg abbringen. Ich bin seit 2017 dabei, vor der ganzen Entwicklung mit dem Wolf zu warnen. Und wenn ich von Wolf und Romantikern geredet habe, dann ist es einfach so, dass ich glaube, dass viele, viele Menschen heute gerade, was den Wolf betrifft, was die Großraubtiere betrifft, die doch gefährliche Raubtiere sind, eine romantische Darstellung haben, wie sie auch von der Almwirtschaft und überhaupt
von der Fleischproduktion auch eine sehr romantische Darstellung haben. Und ich denke mir, dass wir bei den Almen eine Kulturlandschaft haben, die auch als Naherholungsraum dient, die auch deshalb davon als Kulturlandschaft dient, weil sie eben bewirtschaftet wird, weil es dort eben freien Weidegang für Rinder, für Schafe, für Pferde, für Ziegen gibt. Und dass diese Landschaft ja nur zu erhalten ist, wenn wir diese Bewirtschaftungsform auch weiterhin so machen können. In Tirol beispielsweise ist der Futterertrag der Almen ungefähr 40% der wirtschaftlichen Grundlage unserer Bauern. Und es geht da ja nicht nur um den wirtschaftlichen Erfolg dieser Almen, sondern es geht ja auch darum, dass es um Tierwohl geht und dass es ja schon auch eine sehr komische Einstellung ist, dass man auch von Herdenschutzzäunen redet und eigentlich nicht akzeptiert, dass diese Zäune Lebensräume von Wild, von Gams, von Reh, von Hirsch durchschneiden. Und wenn Sie diese Elektrozäune, die vor Wölfen schützen sollen, wenn Sie das genau kennen, sage ich Ihnen als Bauer, ich habe diese Elektrozäune bei mir entfernt, weil sich immer wieder junge Schafe in diesen Elektrozäunen verfangen. Und das Gleiche passiert dann natürlich auch mit der Gams, mit dem Rehbock oder mit dem Hirsch. Und dann gehen diese Tiere elendiglich zugrunde, weil es ist dann die Frage, was ist stärker, das Herz dieses Tieres oder die Batterie, die hier diesen Stromstöße gibt. Und das sollte man schon auch einmal bedenken. Und wenn Sie in die Augen eines Bauern sehen, der gerade 10, 15 Schafe, die teilweise noch gelebt haben, wo das Gedärm heraushängt und so weiter, wenn man dann sieht, was diese Raubtiere bei unseren Landwirtschaften und Almen anrichtet, dann hat man andere Einstellungen. Und deshalb, das hat nichts mit Romantik zu tun. Das sind Raubtiere, die eigentlich bei uns, mit unserer Wirtschaft, in den Almen und im Gebirge eigentlich nichts verloren haben. Und ich bin froh, dass es jetzt in Brüssel zumindest einen Weg gibt, dass man vielleicht auch eine Entnahme dieser Tiere erleichtert hat, wenn auch dieser Weg noch weit gehen wird. Und bedanke mich auch beim Norbert Totschnig, bei unserem Minister, dass er hier mit sehr viel Sachkunde und auch mit Überzeugungsarbeit in Brüssel hier den Weg bereitet hat. Also Entnahme des Tieres heißt Abschuss, oder? Ja. Also der Schutzstatus des Wolfes ist deutlich gesenkt worden. Über welche Zahlen reden wir eigentlich? Ja, wir reden von über 1000 Tieren, die in den Almen Österreichs letztes Jahr hier zu Schaden gekommen sind. Und wir reden von unglaublichen Leid auch in den betroffenen Bauernfamilien, weil das sind ja nicht nur irgendwelche Werkstücke, die man hier großzieht, sondern da liegt ja auch das Herz und alles da zusammen. Und wenn Sie dann in die Augen solcher, gerade der Kinder oder auch des Bauern oder der Bäuerin sehen, dann denken Sie ein bisschen anders drüber. Ja, ist der Wolf als solches auch eine Gefahr für Menschen? Bis jetzt hatten wir noch keine Fälle, aber das kommt, wenn es hier nicht so ein... Wir haben ja auch mit Experten ständig zu tun. Es gab ja gerade jetzt einen Vortrag von einer Dame aus der Slowakei, einer Professorin, die klar und deutlich festgestellt hat, wenn der Wolf nicht durch Abschuss und durch Entnahme entsprechend reguliert wird, dann verliert er auch die Scheue, dann geht er auch in Siedlungsräume hinein und dann kann es durchaus auch zu gefährlichen Situationen kommen. Und ich glaube, es reicht ja schon, wenn sich bei uns im Gebirge da und dort Familien ihre Kinder nicht mehr in den Wald laufen trauen. Also das reicht ja schon. Sie sind angezeigt worden von Tierschutz Austria, weil Sie von einem straffreien Notwehrrecht gegen Wölfe gesprochen haben. Sie können halt am Bauernhof, wenn ein Fuchs oder ein Marder eine Henne mitnimmt, können Sie den Fuchs und den Marder dort im Notwehrrecht erschießen. Und dasselbe verlange ich auch auf der Alm. Und wenn man jetzt sagt, das geht nicht, vor 3 Jahren hat es auch geheißen, es gibt keine Möglichkeit, den Schutzstatus zu senken. Also ich glaube, wir müssen einfach insgesamt im alpinen Bereich und nicht nur in Österreich, sondern auch in Bayern und in den umliegenden Staaten, die alle betroffen sind, die Almen und dergleichen haben, müssen wir einfach mehr Druck machen, immer noch Druck machen, dass es hier zu einer vernünftigen Lösung kommt und dass man dann miteinander auch leben kann. Ja, also wir werden sehen, wie das weitergeht. Womit rechnen Sie eigentlich? Dass Sie ausgeliefert und verurteilt? Ach so, na, ich bin sogar froh, wenn ich ausgeliefert werde. Ich freue mich auf diesen Prozess, so er stattfindet, so die Staatsanwaltschaft hier auch einen begründeten Verdacht hat. Also ich verstecke mich weder hinter einem Baum noch hinter einer Staude und schon gar nicht hinter der Immunität. Und mir ist es recht, wenn der Staatsanwalt hier auch ermitteln kann, dann schauen wir mal, was dann herauskommt. Ja, aber zuvor werden Sie noch Ihren Vorzugswahlkampf abschließen müssen. Womit rechnen Sie? Schaffen Sie es?
Ich habe gesagt, wenn ich hinter dem Kanzler am zweitmeisten vorzustimmen habe, dann bin ich glücklich. Egal, ob es sich mit einem Mandat ausgeht oder nicht. Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Das war ein Gespräch mit Franz Hörn, Landwirt und Danke. Nationalratsabgeordneten aus dem Zillertal. Viele kennen ihn als den Beuterer aus dem Zillertal. Danke vielmals für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ich gebe jetzt ab in eine kurze Werbepause.